Okay. Es sind keine solche. Okay. Wow. Die Vögel mögen das so wohl nicht. Was? Wie soll ich an dem Vogel vorbeikommen? Ist kameraperspektivisch gerade überhaupt nicht gut. Gut. Bis dann. Wow. Warte mal. Ich glaube, ich muss genau. Oh, so hätte ich das. Ja, gut. Jetzt muss ich es beenden. Papa. So, ich versuch's aber nochmal. Ich habe noch nicht alle Schneidchen. Gut, also ich muss mir merken, wenn ich diese Pickaxe habe, muss ich ganz schnell den Schalter in der Mitte drücken, damit ich das da kaputt kriege. Genau, und dann die. Ich muss ganz schnell die Strecke da lang laufen. Kann man, während sich das Ding noch dreht,
noch laufen? Ich weiß, wo ich hin muss, an welche Stelle. Nee, doch nicht. Hä? Das fällt mir ja komplett falsch. Wie soll man da denn hinfallen, bitte? Wo gibt's noch eine Möglichkeit? Der macht mir da echt Sorgen, der Einzelne da unten. Und der Durchfall nützt mir so ja nichts. Und jetzt, man sieht ja, man kommt von oben da nicht runter. Hä? Versteckt der Boden ist da auch nicht. Wie kommt man an den da ran? Ich glaube, ich hole die alle nach. Also die, an die ich nicht rankomme. Ne? Was macht der da eigentlich? Der würde mich dahin fallen lassen. Oh, das bringt mir sogar was. Oh, noch geschafft. Sogar der dritte. Super. Ich muss zwar den ganzen Weg nochmal gehen, weil ich es nicht zum Ziel geschafft habe, aber egal. Also weil ich es nicht geschafft habe, das Ziel freizulegen. So. Nein! Aber das sah so gut aus gerade. Dann spare ich mir den Perspektivenwechsel und schon falle ich runter. Ja, ja. Knapp, Tolly. Ich habe auch nichts zu werfen. Wobei, warte. Da drüben sind doch die grünen... Oh, das könnte es sein. Vielleicht muss ich da ja gar nicht so rauf, sondern ich muss die werfen. Warte, warte, warte. Ja, das ist die Lösung. Daran. Super. Oh, habe ich lange gebraucht, um das rauszukriegen. Oh, ich stehe da am Schlauch manchmal. Naja, aber wir haben es geschafft. Super. Oh, mit Vollgas über den Magma-Pfad.
Wie gesagt, das sind alles jetzt Level, die ich selber noch nicht kenne. Deswegen brauche ich auch länger als am Anfang. Juhu, die hungrigen Viecher sind wieder da. Warte. Wow, ist hier schon irgendwas? Nein. Och nö. Geschwindigkeitsparcours. Das ist also gar nichts für mich. Musste hier ausbremsen. Gut. Ich habe den ersten schon mal geschafft und schon eine lange hinter mir. So, mal gucken. Wo ist denn der nächste? Dahin. Da liegt er in der Mitte. Okay. Bei der einen Seite muss ich pusten, bei der anderen Seite nicht. Was ist das? Nein! Na! Was? Das ging zu schnell. Zählt das jetzt noch oder? Ja, es zählt noch. Gut. Wow, der hungrige Lava. Schlangen. Ich sag einfach, das sind Lavaschlangen. Den habe ich ja jetzt schon, den brauche ich nicht mehr. Okay. Ja doch, das ist richtig. Okay, warte. Oh, nimm mal das Pustezeichen weg. Okay, so rum muss ich rennen. Wow. Oh, ich musste jetzt die ganze Zeit durchpusten, damit das funktioniert. Oh. Toddy, warum kannst du nicht springen? Okay. Das habe ich getan. Das ist ungünstig. Ich konnte gar nicht mehr sehen, wo die Strecke war. Ich habe die Kamera falsch gehabt und konnte sie während ich laufen bin nicht mehr drehen. Ja, hör auf. Ich schmecke nicht. Ich bin total unverdaulich. Obwohl ich ein Pilz bin. Aber egal. Hilfe, ich bin doch nur ein kleiner Tod. So ist es besser. So sehe ich jetzt nämlich wenigstens, wo ich ungefähr lang muss. Oh, das war knapp. Ich wäre fast in den einen noch reingerannt. Gerannt. Aber keine 150. Ja, ich habe zu viele Münzen da liegen lassen. Ist klar. 155 Edelsteine braucht man schon. Der Untergang der Eisenfestung. Ui. Und das Buch ist auch schon fast voll. Wer weiß, was das ist. Here I go. Here I go. Okay. Habe ich okay gesagt? Nein, nichts ist okay. Okay.
Ja, da ist zwar Münzen, aber... Au! Oh, hab ich zu spät erst mitgekriegt. Wow. Hä? Ich bin total verwirrt. Oh, danke. Wow. Schnell, Toddy. Puh, geschafft. Nein! Ah, da war eine Lücke. Die habe ich nicht gesehen aus diesem Winkel. Ich muss öfter den Winkel ändern. Aber das ist gar nicht so einfach. Wenn man unter Zeitdruck steht. Weg. Hier muss ich bestimmt eine Anzahl. Hier gibt es so viel Geld, da muss ich bestimmt eine Anzahl an Geld sammeln. Könnte ich mir vorstellen. Weg. Oh, das war knapp. Und das ist knapp. Nein! Oh, dieses kleine Viech. Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Komische Maulwurfs-Dinger. Perfekt. Zack, rein da. Aber wo lang? Ah, hier hoch. Der Winkel hier stört mich echt. Ah, hier war der Pilz auf dieser Ebene. Okay. Gut. Nicht wieder reinfallen. Super. Lauf, 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 lauf. Kann ich die Umgebung noch sehen? Wow. Oh nein, der Vogel klaut schon wieder. Jetzt holt sich der Vogel noch einen Stern. Gibt's doch nicht, jetzt hat er glaube ich schon drei. Und natürlich unsere Freundin klaut auch. Oh nein. 200 Münzen. Ja, ich habe gesagt, man muss da bestimmt Münzen sammeln. So viel, ich meine, so viele wieder rumgelegen haben. So viele Seiten zurückblättern. Dieses komische Level. Oh. Ja. Ach, das ist sowas wie Schatten Marios bei 3D World oder so. Nur mit Schattentots. Die irgendwie komisch sind. Nicht so mein Fall. Weil es ist... Man muss sagen, das ist wesentlich schwerer so, weil man hier ja nicht springen kann. Bei Mario kann man ja springen und den noch ein bisschen ausweichen oder ein bisschen mehr
Bewegung mitgeben, damit die, weil man, es wurden ja auch mehr, damit die einem nicht gleich auf die Pelle rücken, wenn man mal kurz in der Ecke sich verhängt. Aber so, ohne Sprint geht das nicht. Deswegen finde ich gut, dass das kein Hauptlevel ist, sondern wirklich nur so ein Mini-Bonus-Level. Der kostbarste Schatz von allen.